Warum XRP keine Zukunft hat, im Detail. Alleine die Gains der letzten 3 Jahre sprechen eine deutliche Sprache. Dazu später mehr. Ganz wichtig ist mir, dass man zwischen Short-Term-Zukunft und Long-Term-Zukunft unterscheidet. Es ist ja jetzt gerade diese Verhandlung in Gange und sollte diese gewonnen werden, dann kann XRP natürlich noch krank pumpen, das sage ich auch nichts dagegen. Aber wer dann nicht rausgeht nach diesem Moon-Pump, der hat meiner Meinung nach nicht alle Tasten im Schrank und ich erkläre euch jetzt warum. Mir kommt es so vor, als wäre die XRP-Army viel zu sehr vertieft in Einzelheiten, in Kleinigkeiten, in Details und vergessen darum einfach das Gesamtbild. Und genau dieses Gesamtbild ist der Grund, warum XRP nicht draufgehen wird, sondern runter auf lange Sicht, meiner Meinung nach. Weil was macht XRP? Es arbeitet mit Banken zusammen. Und was macht der ganze Kryptosektor? Er löst Banken ab. Er macht Banken irrelevant. Kann schon sein, dass sich Banken mit XRP zusammentun, irgendwas mit diesem Cross-Border-Payment machen, aber auf lange Sicht ist das einfach ein absteigender Ast. Banken sind am Verlieren. Wem das nicht klar ist, rauszoomen und das Gesamtbild betrachten. Außerdem sage ich immer wieder, die EZB und die Fed und auch jedes andere Land, die bauen ihre eigenen CBDCs. Die werden XRP für nichts brauchen. Und selbst wenn Ripple Lab bei irgendwelchen Entwicklungen hilft, dem Token XRP bringt das auch gar nichts. Ich befürchte halt, die XRP-Leute, die XRP-Fans, die sehen gar nicht, was eigentlich die echte Revolution ist, weil die glauben, man kann das Bankensystem extrem verbessern und dann auf diesen Markt zugreifen. Aber die echte Revolution geht an ihnen vorbei, weil die echte Revolution löst das Bankensystem komplett ab. Außerdem tendiert tatsächlich schon jetzt alles in diese Richtung, dass Banken irrelevant werden, weil zum Beispiel Fedwire, Bitcoin bewegt 7% von dem, was Fedwire gerade bewegt und da bewegen sich unglaubliche Summen von Geld und das wird immer mehr. Und alle diese Entwicklungen sind schlecht für Banken und somit auch schlecht für XRP. Je mehr Geld sich mit Bitcoin und anderen Kryptos bewegt, umso weniger Marktkapitalisierung kann XRP jemals erreichen und das bestätigt nochmal einfach, dass der Weg runter ist. Und kommen wir zu guter Letzt zum richtigen Schlag ins Gesicht von den ganzen XRP-Backholdern. Das sind jetzt die Gains vom letzten Jahr. Da hat XRP mit 63% am schlechtesten abgeschnitten von den Top 10. Sogar Bitcoin war schneller. Und das sagt schon was. Wenn man diesen Bereich jetzt auf 3 Jahre vergrößert, dann sehen wir, selbst Coins wie Bitcoin haben sich einfach verzehnfacht, während XRP mit 160% Gains direkt lächerlich ist. In meinem letzten Video habe ich eh schon gesagt, warum ich das nachvollziehen kann, dass die alle so mega angepisst sind, wäre ich auch, weil wenn solche Spasten, so wie ich, ihr Geld schon verzehnfacht haben und damit jetzt angeben, es tut einfach weh.